Heute kämpft keiner mehr in Deutschland. Und das finde ich nicht gut. Wir müssen einfach kämpfen. Mhm. Männer sind Soldaten, die müssen kämpfen. Ach ja, wirklich? Aber ja, kämpfen Sie in Amerika? Bitte? Kämpfen Sie ja, in Amerika? Ja, ich kämpfe in Amerika. Ja? Ich kämpfe in Amerika. Wofür kämpfen Sie denn für in Amerika? Für alles, für Trump. There you go. Ach, für Trump? Ja, ja. Ach so, ja, dann sind Sie ja, dann sind Sie ja bald. Oh mein Gott. Okay, was würde denn und der Trump wird Präsident. Erstens mal, dann haben wir den nächsten Krieg. Das ist ja alles dummes Zeug. Im Gegenteil. Wir brauchen einen cleveren Geschäftsmann, der keinen Krieg macht. Wir brauchen gar keinen. Wir brauchen jemanden, der Deals macht, der verhandelt. Ja. Wir haben ja niemanden, der verhandelt. Wir haben Weicheier. Wir haben tatsächlich Weicheier in Washington. Da wird nicht mehr gedealt. Da wird nicht mehr gemacht hier von wegen hier Schnauze aufmachen. Das gibt es einfach nicht. Wir brauchen einen neuen Präsidenten. Wir brauchen einen Außenseiter, der mal Geschäfte macht, auch mit den Chinesen. Die Chinesen, die nehmen uns alles ab. Wir müssen die Chinesen stoppen und sagen, hey, bleibt draußen, geht weg, zurück nach China. Ja, das mache ich auch immer, wenn der vom China-Bringling vor der Tür steht. Ja? Dann sage ich, hau ab, geh zurück nach China, da ins Land der Kleinen und der Gelben. Und wenn er sagt, er will Geld von mir, dann hau ich ihm in die Schnauze. Jawohl, ich soll nur bleiben, wo das Chop Suey wächst und nicht mehr ins Land kommen. Da baue ich einfach eine chinesische Mauer und pinkel den in die Badewanne, so wie früher bei ProSieben. Dann werde ich noch gelber. Und gegen die Latinos, die ganze Drecksarbeit machen, auf die kein Amerikaner mehr Bock hat, da bauen wir auch eine Mauer. Eine Mauer hinter der anderen, power to the Mauer. Und den Rest schießen wir tot. Ne? Männer müssen nämlich kämpfen und Sachen kaputt machen. Und auch immer mit dem Kopf gegen die Wand rennen. Und wenn die nicht weggeht, dann immer wieder und wieder und wieder. Ich mach das jeden Tag. Und hat es mir geschadet? Ja, aber ich mach's trotzdem. Wir brauchen endlich wieder einen Dealer. Einen wie Donald Duck, der mit der Faust auf den Tisch haut in Enterhausen. Wir brauchen einen geisteskranken Milliardär wie Dagobert Trump, der mit irrigiertem Pürzel im Geldspeicher badet und auch ruhig mal einen Krieg anfängt, wenn er Bock drauf hat. Das ist doch sein gutes Recht. Dann ist Ruhe im Karton. Herr Prinz von Anhalten. Stopp, Pause. Sie haben Ihre schöne Jacke vergessen, eure Durchgeknalltheit. Es wird doch kalt, oder? Wer sind Sie? Was soll das? Die Frisur, die kenne ich doch. Wollen Sie mich einmauern, oder? Gehen Sie weg, Sie Chinese. Ich bin ein Prinz, holt mich hier raus. Oder ich schlage euch alle tot. Die ganze Welt. Ich kann nämlich kämpfen, kann ich. Ja, alles gut. Sie sind aber gar kein Prinz. Sie heißen Hans-Robert Lichtenberg und haben sich diesen Titel nur gekauft. Und dann für Kohle 60 andere Idioten, Zuhälter und Zwangsneurotiker adoptiert. Aber wenn Sie jetzt brav die Kaiserjacke anziehen, werden Sie König von der ganzen Welt. Wirklich? Ja, dann mach ich das. Und dann kriegen alle in die Schnauze. Weil ich bin nämlich keiner von diesen Weicheiern, Sesselfurzern und Kindertellerbestellern in Amerika. Nein. Ich, Friedrich von Anstalt, ja, König der Welt, ja, so. Hier war, aber wir können den nicht die ganze Zeit einsperren. Die Geisteskranken werden langsam alle verrückt, wenn er da ist. Ich werde Präsident und ficke das Universum. Jawohl!